Herzlich willkommen. Ja, eigentlich haben wir in der Welt nur zwei Konzepte, mit denen wir Menschen überhaupt glücklich, gesund und gut leben können. Und das ist also die Diskussion Gemeinwohlökonomie Christian Felber, GWÖ, und GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung von Weltrat und Next Scientists for Future. Alles andere zerstört Deutschland, und da sind wir gerade dabei. Deutschland wird gerade sichtbar. Im Moment spüren wir es gerade, wie mal unser Leben zerstört wird. Zu einem Bettelarm, bewegt sich in Richtung eines bettelarmen Landes. Die Preise schießen in die Höhe. Wir können uns immer weniger leisten und so weiter. Ja, und alle anderen Konzepte erzeugen vorteilbringende Irrtümer. Die Marktwirtschaft ist der Produzent von Irrtum und Unwahrheit in der Welt. Manipulation, Gehirnwäsche, Propaganda, Werbung, alles sind vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten. Und besonders werden durch die Sparten, die Profiteure sind von scheiterndem Leben, wird also scheiterndes Leben produziert. Ja, der Kapitalismus ist ein System, das möglicherweise überhaupt nicht mehr aufzuhalten ist. Ich lese mal gerade ein bisschen was noch vor, was ich hier noch habe. Zwei Kurzbemerkungen, bevor es richtig losgeht. In der Gemeinwohlwirtschaft oder in der Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO wird, was ja viele fordern, es gibt ja viele, die aus meiner Sicht ja viel zu weit gehen und sich eine neue denken, dass die Welt glücklicher würde, wenn wir jetzt einfach mal das Geld abschaffen und so weiter. Und dazu kann ich nur sagen, in der Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO wird Geld abgeschafft werden, wenn dadurch mehr Wohlfühlen erzeugbar ist. Ja? Denn wir haben ja quasi die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung. Und wenn dann eine Landesregierung sagt, wir glauben, dass wenn wir in unserem Lande das Geld abschaffen, dass dann alle glücklicher werden, dann kann Dirk es ja mal ein Land ausprobieren. Und dann wird man ja sehen, am Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Wählerinnen wird man ja sehen, ob das ein Fehler war oder ob das den Leuten gut tut. Ne? Und ich denke, es wird nichts bringen, denn sozusagen, eigentlich ist Geld ja nur eine Kanalisierung des Ausgleiches, des Gebens und Nehmens unter Menschen. Und das ist sowieso eben etwas, was wichtig ist für Menschen. Und von daher weiß ich nicht, ob das wirklich ein Gewinn wäre. Ne? Aber man muss ja offen sein für alles. Ja? Ja, und das Tragische in der Welt ist, dass nur vorteilbringende Irrtümer finden viele Anhänger. Ja, also sie können für jeden Irrtum, für jede Spinnerei kriegen sie Millionen Klicks im Internetfernsehen und kriegen sie viele Zuschauer und Anhänger, weil die Leute sind ja so gehirngewaschen, dass sie aus lauter vorteilbringenden Irrtümern bestehen. Also ich mache mal ein Beispiel, die Nahrungssparte zum Beispiel, da ist es ein vorteilbringender Irrtum. Zucker ist harmlos, ja, oder es ist ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten, also zum Beispiel der Arbeitsamtmitarbeiter, dass sie sozusagen wirklich glauben, durch Mindestlohn würde es den Menschen besser gehen und könnten wir den Menschen helfen. In Wahrheit zerstört der Mindestlohn Arbeitsplätze und sorgt deswegen, produziert also scheiterndes Leben und ist deswegen eine gute Gewinnquelle sozusagen
für Sozialspartler, ja, also und insofern profitieren, also wir haben einfach in Deutschland extrem viele Profiteure scheiternden Leben, die also Profiteure von scheiterndem Leben, und dadurch kommt es zu lauter vorteilbringenden Irrtümern, die auch scheiterndes Leben produzieren. Und für jeden vorteilbringenden Irrtum finden Sie viele Anhänger. Wenn Sie schreien, ja, Hausbesitzer enteignen, dann finden Sie dafür Fans und Anhänger, weil die Leute sind so gehirngewaschen und tragen alle möglichen vorteilbringenden Irrtümer in sich. Oder wenn Sie schreien, Mindestlohn brauchen wir, dann finden Sie da ganz viele Zuschauer und Anhänger. Für Irrtümer finden Sie immer Anhänger im Kapitalismus, aber für Wahrheiten nicht. Und so fürchte ich, wir haben gar keine Chance gegen den Kapitalismus. Ich lese auch gleich was dazu vor. Und ich empfehle eben allen diesen, liebe Leute, die ihr Alternativler seid oder gesellschaftskritische oder politisch Interessierte, leider, ihr seid von oben bis unten voll von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten. Beschäftigt euch einfach mal mit der Frage, ob denn nicht das ein Minimalkonsens wäre, wenn wir erstmal nur noch diskutieren über GWÖ, GWO. Für weitere Reformen muss man dann halt einfach überlegen, glaube ich, ein vorteilbringende Irrtümer, Menschenbild, irgendwelcher Sparten, die Profiteure sind von scheiterndem Leben und will deswegen anderes als GWÖ und GWO? Oder will ich wirklich weitere Reformen, weil das wirklich echt was bringen kann? Ne? Also das sind die großen Fragen, die wir uns stellen müssen. Ne? Und dazu muss man auch sagen, wir betrachten ja die Bonobos als unsere, die einzige Art auf der Erde, von der wir lernen können, weil wir ja wahrscheinlich auch die eigentlich die Savannen-Bonobos sind, ja. Also ob die Bonobos den durch ihr Schenken erreichten Vorsprung gerne abgeben würden? Wahrscheinlich nicht. Und das Menschenbild, dass Menschen gerne Vorsprünge aufgeben würden, dass sie gerne den Wettbewerb abschaffen würden und damit auch ihren Vorsprung verlieren würden, Geld abschaffen würden und ihren Vorsprung damit verlieren würden. Das ist die Frage, ob diese Menschenbilder nicht alle nur deswegen entstanden sind, weil sie von Vorteil sind für irgendwelche Sparten der Gesellschaft. Und zwar besonders diejenigen und die vorteilbringenden Irrtümer von Sparten, die davon profitieren, dass solche unrealistischen Menschenbilder ausprobiert werden und dann letztendlich sozusagen die Welt und die Gesellschaft scheitert und der Staat scheitert und so weiter. Weil, ja, denken wir nur an das Experiment Sowjetunion und DDR, ja, da wurden Menschenbilder versucht, in Gesellschaftsformen umzusetzen, die einfach auf vorteilbringenden Irrtümern beruhten und einfach unrealistisch waren, und schon scheiterte das Land, ne? Und wurde bettelarm und so weiter, ja. So, und jetzt gehe ich doch mal, gucke ich doch mal nach dem, was ich so vorlesen wollte. War das nicht hier? Ja. Also, die nicht ausreichende, ich gucke gerade noch mal kurz hier, also ist uninteressant. Die nicht ausreichende Intelligenz der Menschheit ist das unüberwindbare Problem, an dem wir scheitern müssen, Fragezeichen, ja. Also, es ist einfach möglich, dass, wenn die Menschheit einmal den Kapitalismus erfunden hat,
dass dann der Kapitalismus immer wieder, bei jeder Art, immer wieder zum Gehirnschwund führen muss, weil nämlich eben überall irgendwo Sozialsparten, Weltsozialsparten, Sparten, innere Sicherheit, Gesundheitssparten entstehen, die alle quasi profitieren können durch scheiterndes Leben, durch kleinere Gehirne, durch mehr Dummheit in der Bevölkerung und Unfähigkeit in der Bevölkerung, weil sie diese Leute betreuen können. Und auch durch genetisch Kranke, genetisch geistig Behinderte und so weiter. Überall ganze Armeen von Sparten profitieren, auch an geistig Behinderten und so weiter. Und so produziert dann im Kapitalismus die Gesellschaft lauter scheiterndes Leben und ein schnelles Schrumpfen der Gehirne und der Gehirngrößen, so dass dann kein Gehirnwachstum mehr stattfindet und dadurch die Menschheit nicht klug genug werden kann, um den Kapitalismus in seiner Schädlichkeit zu verstehen, das Gehirn nicht groß genug werden kann, um zu verstehen, wie schädlich letztendlich das Ganze ist und dass eben nur GWÖ und GWO die einzige Lösung, der einzige Ausweg, die einzige Auswegsdiskussion aus dem Kapitalismus darstellt. Und insofern ist das eine Sackgasse. Vielleicht ist einfach Intelligenz, zumindest in diesem Universum, eine endgültige Sackgasse, wo es kein wo man sofort am Point of No Return ist, sozusagen, wo es keine Umkehr mehr gibt. Schluck Wasser. Ganz unten rechts an dem rundlichen Ding, ja, also da ganz unten rechts, noch weiter rechts unten, draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. So, größere Klickzahlen und Teilnehmerzahlen. Statt im New World Economic Forum, ja, für das wir eben praktisch kaum Anmeldungen kriegen oder nur wenige Anmeldungen haben und eben kaum Klickzahlen. Also größere Klickzahlen und Teilnehmerzahlen gibt es im Kapitalismus nur überall dort, wo die vorteilbringenden Irrtümer vieler Sparten nicht hinterfragt wurden, wo nicht alle Argumente auf den Tisch kommen, niemand einer Glaubensrichtung widerspricht, ja? Denn die Menschen sind so voll von vorteilbringenden Irrtümern, dass sie einfach gerne Leute hören, die die gleichen vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, die gleiche Gehirnwäsche wiederholen, die sie selbst schon glauben und für wahr halten, ne? Und das ist das, und dagegen haben wir, glaube ich, keine Chance. Das lässt mich noch mehr zweifeln, dass Menschen zu höheren Fähigkeiten fähig sind. Fast alle wiederholen vorteilbringende Irrtümer kapitalistischer Sparten und folgen knallhart ihrem Egoismus auf ihrem Weg in und durch den Kapitalismus. Die Wandelgespräche brachten für mich den Punkt auf: Geldlosigkeit, Wettbewerbslosigkeit, Selbstlosigkeit, echtes Schenken in Kommunen leben und darin glückselig werden, könnte vielleicht die Welt überzeugen. Ja, das heißt also, die Leute, die reden, die Welt wird besser durch Geldlosigkeit, die sollen doch einfach mal eine Gemeinschaft oder ein Projekt aufmachen, wo sie alle selber mal vor allem erstmal all ihr Geld weggeben und schenken und ja, wo also Wettbewerbslosigkeit, Selbstlosigkeit existiert. Aber wir müssen auch die Frage stellen, oder handelt es sich bei solchen Menschenbildern um vorteilbringende Irrtümer derjenigen Sparten, die Profiteure sind von mehr scheiterndem Leben nach gescheiterten Gesellschaftsexperimenten auf Basis von unrealistischen Menschenbildern. Ja? Also wir können sagen, wir haben einmal in der Politik immer noch, trotz aller Offenheit,
der Politik für die GWÖ-GWO-Diskussion, die Gemeinwohlwirtschaftsdiskussion statt Marktwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft, gibt es eine gewisse Offenheit. Aber trotzdem führt man nach wie vor gnadenlos diese Marktwirtschaft, diesen brutalen Kapitalismus weiter durch, mit allen Schattenseiten. Und alles andere, was rumgeistert, außer GWÖ und GWÖ, sind unrealistische Menschenbilder, unrealistische Utopien. Und dafür finden sich aber Millionen Leute. Warum? Weil die kapitalistischen Sparten mit ihrer Gehirnwäsche, mit ihren vorteilbringenden Irrtümern so erfolgreich sind, dass die Leute so wahnsinnig sind, dass sie lauter Irrtümer glauben und deswegen auch diese unrealistischen Menschenbilder und diese unrealistischen Utopien für toll halten. Also die ganze alternative Szene besteht in diesem Sinne eigentlich nur aus Verrückten, ne? Verrückt durch vorteilbringende Irrtümer, durch Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda, Werbung kapitalistischer Sparten, zu denen eben auch die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die Gesundheitssparten, die Sparten innere Sicherheit, alle, die profitieren von kriminellem, kranken, gendefekten, unglücklichen, depressiven, arbeitslosen, obdachlosen, gescheitertem Leben, scheiterndem Leben. Ja? Ja, und dann Diskussion aus dem Forum, ja, wo ist es? Jetzt kann ich ja sogar mal zeigen. Ach nee, zeige ich jetzt nicht. World Economic, also aus dem Freie Argumente Kultur Forum. Da geht's wieder Diskussion irgendwie, da stellt man wieder. Da, weil wir ja, die Leute sind ja so voll vorteilbringenden Irrtümern, dass mittlerweile jeder der 8 Milliarden Menschen denkt, er sei die Weltspitze des Denkens, der weltweit wichtigste Denker. Ja? Denn es ist doch so schön, sich das einfach zu denken, und das ist ganz im Sinne des Kapitalismus, dass jeder sich einfach denkt, aha, ich kann nicht bis 3 zählen, aber dennoch bin ich der weltweit wichtigste Denker. Deswegen hier jetzt diese Antwort von mir hier. Das war die Weltspitze der Naturwissenschaften vor der Entstehung des Weltrates und der Next Scientists for Future, die ja die geistigen Nachfolger sind. Und zwar hier Wikipedia, Richard Dawkins. Einiges daraus. Wikipedia: In einer Umfrage des Magazins Prospekt wählte eine Auswahl britischer und US-amerikanischer Juroren Professor Richard Dawkins 2013 zum weltweit wichtigsten Denker. Zweitens, am 19. Juli 2017 wurde The Selfish Gene, das egoistische Gen, das auch für mich die größte Inspiration meiner wissenschaftlichen Laufbahn war, von der Royal Society zum inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten erkoren. Das Buch wird als Meisterwerk, Masterpiece Dawkins als exzellenter Kommunikator, excellent communicator bezeichnet. Ja, das ist der vor dem Weltrat. Wir sind die Schüler und Weiterentwickler von Dawkins, und Dawkins, das war der weltweit wichtigste Denker und nicht die 8 Milliarden Menschen, die im Kapitalismus in der Illusion leben, sie könnten auch nur bis 3 zählen in den Dingen, die Wahrheiten und Unwahrheiten anbetreffen. Ne? Weiterentwickler und geistiger Nachfolger von Dawkins wurde 2018 der Weltrat, circa um den 20. August 2018, der Weltrat mit seinem Arbeitskreis Next Scientist for Future, folgte dabei aber nicht Dawkins Irrweg seiner religionskritischen Schriften. Weltweit erste Äußerung eines Naturwissenschaftlers, Professor Richard Dawkins, zur grundsätzlichen Dysfunktionalität unserer Gesellschaften. Siehe unten stehenden Link. Richard Dawkins, das egoistische Gen, kommentierte Leseprobe, Seite 364. Diesen YouTube-Link, den können Sie auch anklicken auf unserer Seite nextsvf.de, also nextscientistsforfuture.de. Da können Sie das dann auch anklicken. Dann hören Sie mal, wenigstens vorgelesen, die inspirierendste Stelle, wo zum ersten Mal dieses System
aus naturwissenschaftlicher Sicht wirklich realistisch kritisiert wurde und nicht so unrealistisch wie von Karl Marx oder von anderen ähnlichen Träumern oder Phantasten oder Produzenten von vorteilbringenden Irrtümern, ne? Aber all das, nämlich dass Dawkins so die Weltspitze des Denkens war und Weltrat und Next Scientist for Future, das gilt aber natürlich nur für die Welt der hart und fleißig Arbeitenden, in der die Anhäufung und Kenntnis von unzähligen Fakten über die Welt einen Wert darstellt oder darstellte, muss man sagen. Ich muss mich damit abfinden, dass zig Sparten im Kapitalismus jeweils zig vorteilbringende Irrtümer, also zig mal zig, also 50 mal 50 wären, was weiß ich, 2500 vorteilbringende Irrtümer, ja? Also 50 Sparten, 50 vorteilbringende Irrtümer. Oder sagen wir 30 Sparten mal 30, das wären, wenn das 900, ja, 900 vorteilbringende Irrtümer. Sagen wir 1000 vorteilbringende Irrtümer geistern in der Gesellschaft rum und dagegen kommt man nicht an, ne? Ich muss mich damit abfinden, dass zig Sparten im Kapitalismus jeweils zig vorteilbringende Irrtümer per Gehirnwäsche in die Gehirne der Weltbevölkerung, also auch liebe in ihre Gehirne, liebe Zuhörerinnen, gepumpt haben. Ja, und liebe Zuschauer, überall, wo sie so denken, oh, der hat recht und der hat recht, außerhalb von GWÖ, GWO, außerhalb von Weltrat, Next Scientist for Future und Dawkins, da denken sie, oh, der hat recht und das finde ich ja so toll, was der sagt. Da denken sie das nur, weil der die gleiche Gehirnwäsche hat im Kopf, wie sie sie im Kopf haben. Und nur die Menschen lieben, Menschen zu hören, die die gleiche Gehirnwäsche wie sie im Kopf haben. Versuchen Sie hier Wahrheit zu lernen. Sie haben hier ein Imperium an Material. Sie können hier studieren und können versuchen, sich zu befreien von dieser Gehirnwäsche. Ne? Der normale Mensch ist im Kapitalismus hundertprozentig gehirngewaschen. Ne? Und wenn Sie jetzt zufällig bei dieser Sendung hier sind, hier haben Sie die einzige Chance, auszusteigen aus Ihrer Gehirnwäsche. Ne? Ja, also die vorteilbringenden Irrtümer sind per Gehirnwäsche in ihre Gehirne gekommen, in die Gehirne der Weltbevölkerung, unter anderem auch ja den vorteilbringenden Irrtum, dass harte Arbeit, echtes Können und Wissen völlig bedeutungslos seien, weil jedem alle Weisheit einfach so zufliegen könne, wonach sich 8 Milliarden Menschen mittlerweile alle für unschlagbare Supergenies halten, auch wenn sie nicht bis 3 zählen können. Ja? Auch Sie, manche der Zuschauer, die jetzt einschalten hier, und die Aufzeichnung sich anschauen, live haben wir ja wenig Zuschauer, Live-TV-Zuschauer, noch relativ wenig Zuschauer. Ja, die meisten halten sich auch für Supergenies, die alles wissen und so weiter, und sagen, ja, der hat recht, ja, der die gleiche Gehirnwäsche im Kopf hat wie ich, der hat recht und ach ja, der Weltrat und Dawkins, die irren sich doch alle, ne? Jedes Märchen, das sich ein krankes Hirn ausdenken konnte, hat tausende Mal mehr Klicks und Fans, als wir mit unserem Versuch, mit guten Argumenten uns einem Minimalkonsens anzunähern, zu versuchen, gemäß Argumentequalität. Und natürlich sind nicht Dawkins und seine Nachfolger im Weltrat die weltweit wichtigsten Denker, sondern jeder der 8 Milliarden ist sein eigener weltweit wichtigster Denker, wenn er seine lieblingsvorteilbringenden Irrtümer VIs irgendwelcher Sparten glaubt. Ja? Kapitalismus ist gleich Unwahrheit und Irrtum, Massenmanipulation, Propaganda, Werbung, Gehirnwäsche, kurz vorteilbringende Irrtümer und sonst nichts mehr. Und dagegen hat die Weltspitze der Naturwissenschaften in den letzten 1000 Jahren
nie eine wirkliche Chance gehabt. Widerwillig hat man einiges widerwillig. Und dagegen hat die Weltspitze in den letzten 1000 Jahren nie eine wirkliche Chance gehabt. Widerwillig hat man einiges über die Planeten akzeptiert, aber schon fangen die Flacherdler wieder an, für die Erkenntnis, für die angebliche Erkenntnis zu kämpfen, dass in die Wahrheit die Erde doch eine Scheibe ist. Und nicht nur die Kreationisten, sondern 60% der Weltbevölkerung, der Weltbevölkerung, halten die Evolution, die vielleicht bestbewiesenste Tatsache aller Zeiten, für eine einzige Irrlehre. Dagegen hat nichts eine Chance. Die Wahrheit musste verlieren. Es sind zu viele Sparten mit zu vielen vorteilbringenden Irrtümern. VIs, die mussten alle Gehirne in den Wahnsinn treiben. Es konnte nicht anders sein. Und die paar hundert echten Wissenschaftler, die mit härtester Arbeit gegen die vorteilbringenden Irrtümer VIs anzukämpfen versuchten, hatten schon verloren, bevor sie angefangen hatten. Ich sollte jeden Versuch, die Welt vor dem Siechtum ohne Ende zu bewahren, sofort einstellen, aber ich kann es nicht, obwohl ich genau weiß, dass die Erfolgschancen 0,00001 Promille sind. Jetzt denke ich gerade, ich müsste vielleicht Ihnen nochmal sagen, damit Sie besser verstehen, was sind vorteilbringende Irrtümer? Ja? Wenn jemand sagt, Enteignung von Wohnraum ist gut für uns, dann ist das ein Irrtum, weil der bringt für die Sozialsparten sehr viel verelendigte und verarmte Menschen, die am Ende vielleicht sogar obdachlos sind oder in schlimmen Wohnverhältnissen hausen müssen, weil nämlich sobald sie signalisieren, dass sie alle, die mit Wohneigentum und Wohnen und Vermieten und so weiter Geld verdienen, dass sie die enteignen wollen, dann wandern zumindest diese Berufsgruppen, die fähigsten, wandern ab. Dann beginnt der Wohnungsbestand im Lande zu verfallen, weil die Kompetenzen fehlen, denn die Illusion, also der sehr vorteilbringende Irrtum, beinhaltet die Idee, dass es harmlos, dass jeder das lernen könnte, Immobilien wirklich ja fit zu erhalten, Häuser zu erhalten. Das müssen sie lernen, das müssen sie können. Und dann wandern natürlich alle die ab, die das können, wandern ins Ausland, kümmern sich dort dann um Wohnraum und so weiter. Und bei uns zerfällt alles. Und am Ende profitieren an all dem der Verarmung Deutschlands und all den hinzukommenden Sozialfällen in runtergekommenen Wohnräumlichkeiten und so weiter. Da profitieren eben bestimmte Sparten davon und gewinnen durch die Verbreitung ihrer vorteilbringenden Irrtümer, gewinnen sie am Ende und alle anderen verlieren. Und das sind vorteilbringenden Irrtümer. Das ist einer von 1000 vorteilbringenden Irrtümern jetzt gewesen mit dem Enteignung macht uns glücklich, macht uns gut. Wir haben ja gesehen, was in der DDR passiert. Dort hatte man die Wohnungseigentümer großteils enteignet, denke ich, oder fast alle, ich weiß es nicht genau. Und was war? Die Häuser zerfielen Stück für Stück, alles zerfiel. Ja, aber wie gesagt, wir kommen nicht gegen den Kapitalismus an. Ich empfehle jedem, die Finger von der Weltrettung zu lassen. Ich konnte es nicht. Aber seien Sie vernünftiger als ich. Der Kapitalismus ist stärker und hat alle Gehirne im totalen Klammergriff. Sich amüsieren auf der Titanic ist die einzige rationale Strategie. Einmal Kapitalismus erfunden, ist
Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Die einzige Empfehlung, die eventuell realistisch sein könnte, wenigstens wie ich, sich entscheiden gegen Kinder, damit es wenigstens niemanden mehr gibt, der unter dem Kapitalismus leiden muss. Und das Leiden wird ja von Jahr zu Jahr immer schlimmer, immer mehr der Volkskrankheiten, Einsamkeit, Depression, Sucht, Konsumsucht, chronische Krankheiten schon ab immer jüngerem Alter. Ja, und da aber der Kapitalismus die vorteilbringenden Irrtümer aufbringt, sodass die Leute gar nicht wissen, dass ihre Kinder und Enkel und Urenkel immer noch viel mehr leiden werden als sie selber schon, deswegen kriegen die Leute noch Kinder. Denn wenn sie wirklich, dass sich ganz klar werden, dass das Leiden für die Kinder, Enkel und Urenkel ständig nur ansteigen wird. Und dann würden sie sich fragen, bin ich denn glücklich oder wäre es nicht vielleicht sogar besser, wenn ich nicht geboren wäre? Dann hätte ich das Leiden nicht gehabt und das Leiden nicht gehabt und das Leiden nicht gehabt. Ja? Und dann könnten sie sich vorstellen, ja, wenn meine Kinder, Enkel und Urenkel noch unglücklicher werden als mich, will ich ihnen diese Qual wirklich zumuten? Wozu? Leben macht doch keinen Sinn. Ja, wenn Lebewesen mit großem Gehirn einfach immer unglücklich werden, jedenfalls in diesem Universum, dann kann ich doch nur eins tun. Keine Kinder mehr in die Welt setzen. Und wenn das alle machen würden, dann wäre nach 100 Jahren das Thema Menschheit beendet. Und dann wäre auch das Leiden beendet. Denn es macht keinen Sinn, dass die Menschen gerade in der Ukraine leidvoll abgeschlachtet werden. Das macht keinen Sinn. Das hätten sie vermeiden können, indem die Leute in der Ukraine und in Russland alle keine Kinder in die Welt gesetzt hätten. Dann hätte es dieses Leiden nicht gegeben. Ja, also das ist die einzige mir rational erscheinende Lösung. Ja, natürlich hoffe ich noch darauf, dass wir demnächst die Bundesregierung und das Europäische Parlament beraten darüber über die richtigen Weg, die richtige GWÖ und GWO-Diskussion, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWÖ-GWO-Diskussion und den Ausweg aus dem Kapitalismus. Aber im Moment läuft der Kapitalismus noch, ja. Und dafür gilt, was ein Glück, dass das Leiden mit mir endet und ich wenigstens nicht noch trauern muss über das Leiden eigener Kinder, Enkel und Urenkel. Also nochmal, das ist für mich der zentrale Satz, ja? Was ein Glück, dass das Leiden mit mir endet und ich wenigstens nicht noch zusätzlich trauern muss über das Leiden eigener Kinder und Enkel. Ja, und dann Alternative. Ich sollte vielleicht einfach erfolgreich werden im Kapitalismus. Dazu muss ich überall nur das Gegenteil von der Wahrheit erzählen. Zuckerprodukte sind gesund, ein beliebter vorteilbringender Irrtum der Nahrungsindustrie. Impfungen super, ein beliebter vorteilbringender Irrtum der Gesundheitssparten und der Pharma, Big Pharma. Chemotherapien sind die einzige Chance bei Krebs, wieder beliebter vorteilbringender Irrtum von Big Pharma und so weiter. Ja, also das sind alles vorteilbringende Irrtümer, die Geld bringen, die Profite auf Kosten der Menschheit bringen, ja. Normale kapitalistische Psychotherapien machen glücklich und gesund. Diesen vorteilbringenden Irrtümer habe ich bis zum 35. Lebensjahr geglaubt und dann habe ich sofort meine Praxis geschlossen. Esoterische Bücher und Kurse sind empfehlenswert und so weiter. Alles vorteilbringende Irrtümer. Und sofort bekomme ich hochdotierte Jobs als Lobbyist und Verbandsvertreter. Aber so vernünftig bin ich leider nicht und quäle mich weiter. Ich kann nicht anders. Also ich bin halt einfach irgendwie geboren, um die Wahrheit zu finden und die Wahrheit zu sagen. Und deswegen sage ich die Wahrheit über den Kapitalismus. Ich kann nicht aufhören damit. Ich bin da verrückt, ne? Aber empfehlen kann ich diese meine Dummheit und meinen Lebensfehler gegen den Kapitalismus aufzubegehren, niemand anderem. Und dann hier noch ein bisschen was Humoriges.
Heute Nacht bin ich ein Channeling-Medium geworden. Das Herzenergiewesen Akashala hinter der Galaxie Sirion hat Kontakt aufgenommen und durch mich gesprochen. Geliebte Erdlinge, die Impfungen müsst ihr machen. Sie tun euch gut und sind keineswegs ein Profitmachmodell für Big Pharma. Und wenn eure Führer wieder fragen, wollt ihr den totalen Krieg gegen den Teufel Putin, dann ist das eben, dann müsst ihr alle ja schreien, denn das ist kein Profitgeschäft für die weltweiten Waffen- und Rüstungskonzerne. Nein, die universellen Gesetze fordern das so. Das ist jetzt die absolute Wahrheit. Wer wollte es wagen zu behaupten, dass das nicht die Wahrheit ist? Ihr könnt doch nicht beweisen, hallo, liebe Zuschauer der Aufzeichnung, dass, wer wollte es wagen zu behaupten, dass das nicht die Wahrheit ist? Ihr könnt doch nicht beweisen, dass das nicht die absolute Wahrheit ist. Euch fehlt da wohl nur echte wissenschaftliche Offenheit, diese Wahrheit einfach anzunehmen und zu befolgen. Ja? Also damit karikiere ich so die Haltung der ganzen Esoteriker, die eben immer sagen, ja, ihr könnt doch nicht absolut beweisen, dass unsere Fantastereien nicht die Wahrheit sind. Glaubt sie doch einfach, denn sie sind doch einfach wahr, und weil wir das behaupten. Ja, wir haben keine Chance gegen diesen Wahnsinn der Menschheit, ne? Ja, das war's. Also, jetzt vielleicht noch ein Satz. Wie verwandelt GWÖ, GWO euer Leben in ein Paradies auf Erden? Ja, dann mache ich doch noch mal ganz kurz meinen Spaziergang. Da, wo ist mein Spaziergang? Ja, ich guck noch mal hier so. Spaziergang. Das ist das Forum Freie Argumentekultur, das Diplom-Theologen. Das ist das Bild, Vorbild für das New World Economic Forum. Artikel über uns, ja, Sie können ja von mir aus das stoppen. Ja, die Partei des Gemeinwohls wäre die große Chance, aber wir haben noch keinen Kanzlerkandidaten, keine Aktivisten dafür, und wir vom Weltrat dürfen ja nur beraten. Ja, also, aber ich zeige das gerade noch mal ganz kurz. Also, wenn Sie in Zukunft rausgehen, Sie wohnen hier und gehen dann irgendwo einkaufen in Restaurants, Sie gehen in die ein bis zwei Hausarztgesundheitsgemeinschaften, in denen Sie ein alles kostenlos kriegen, tanzen, singen, musizieren, Fitnessstudio, Sportarten und alles in der Hand Ihrer Hausarztgesundheitsgemeinschaft, die Ihnen alles beibringen, dass Ihr Wohlfühlen, Ihre Gesundheit, Ihre Langlebigkeit und Ihr Wohlstand, also der nochmal, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner dieser Hausarztgesundheitsgemeinschaft immer besser und noch besser wird, jedes Supermarktleiters, jedes Restaurant wird dann daran gemessen. Sie können also quasi im Computer oder Bekannte fragen, wie es im Computer ist, können rundum fragen, welche Hausarztgesundheitsgemeinschaft hat die höchsten Punktwerte in Richtung Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Da können Sie sozusagen ja, gutes Leben. Also da können Sie sich raussuchen, welche Hausarztgesundheitsgemeinschaft hat die höchste Punktzahl, welche Altenpflegeheim Hausarztgesundheitsgemeinschaft hat die höchsten Punktwerte, die höchsten Leistungswerte in diese Richtung, und welcher Supermarktleiter hat die höchsten Werte, welches Restaurant hat die höchsten Werte, und so können Sie sich
in einem Paradies auf Erden bewegen und die Hausarztgesundheitsgemeinschaften aller Art werden sie anregen, vielleicht wieder, da der Mensch von der naturwissenschaftlichen Sichtweise aus wahrscheinlich ein Gruppentier ist, ein Gemeinschaftstier, können sie dann auch einziehen in Gemeinschaftsprojekte. Vielleicht werden die Ärzte dann auch anregen, die Hausarztgesundheitsteams dann auch anregen, sozusagen, dass sie mal manchmal ausprobieren könnten, die bonobo-kommunistische Gruppenehe, die ich ja für die eigentliche, natürliche, artgerechte Haltungsform des Menschen halte. Ja, und dieses Paradies auf Erden, das werden wir wahrscheinlich nie erleben, weil der Kapitalismus einfach stärker ist als die Wahrheit. Der Kapitalismus besteht praktisch nur aus vorteilbringenden Irrtümern und ist wahrscheinlich stärker als die Wahrheit. Ja, also, damit beende ich die Aufzeichnung. Tschüssi, winke, winke an die Aufzeichnungszuschauer. Hallo, da sehen Sie mich nochmal. Tschüssi, bis bald.